Ja, Leute, willkommen auf meinem Kanal. Heute kommt mal kein Shop-Video. Leute, warum? Weil ich habe mal gerade eben vor 5 Minuten geguckt, wie viele abgestimmt haben. Also ja oder nein. Und Leute, es hat mich ein bisschen überrascht. Wisst ihr warum? Es ist genau 50-50. Also 50% ja, 50% nein. Und die Blitzmerker wissen natürlich, was 50 plus 50 ist, oder? Kann es sein? Das ist natürlich 100. Heißt natürlich, dass ich es dann entscheide. Und ihr habt ja meine Meinung im gestrigen Video ja schon gehört. Leute, ich höre dann auf mit den Shop-Videos. Ich zeige euch mal jetzt ganz kurz nochmal so. Da ist dann sowas drin. Da haben so ein paar Sachen. Ja, und dann das. Also kann ich mal mit einem Video einfach zeigen. Und dann, Leute, ohne viel zu labern, drücken wir einfach auf. So, Leute, das erste, was ich sagen wollte, also das ist ein Infovideo, nur mal so. Auf jeden Fall, Leute, das erste, was ich sagen wollte, ist, ich gehe gerade zur Insel. Ja, es hat sich herausgestellt, dass dieser Strahl, was denkt ihr natürlich wohl? Ich dachte, da kommt jetzt wieder ein Riss raus. Oder keine Ahnung, irgendwie sowas. So ein Riss, dachte ich jetzt wirklich. Jo. Warum? Lass du mich tanzen, Nata. Mein Gott. Auf jeden Fall, Leute, das soll ein Portal sein. Wofür, Leute, weiß bis jetzt noch niemand. Und in den Gamefiles wurden schon ein paar, ja, Sounds. Auf jeden Fall wurden irgendwelche Sachen halt, na, hinzugefügt worden. Also wurden auf jeden Fall irgendwelche Sounds, Portal Sounds stand da, glaube ich. Dass da auf jeden Fall in den Gamefiles gefunden wurde. Und natürlich sind da wirklich so viele Fragen wieder mal. Zum Beispiel, warum kommt jetzt ein Portal raus? Wofür kommt der Portal raus? Wer geht in den Portal rein? Und Leute, ich war geschockt. Leute, warum? Ich habe gesehen im Instagram, dass Fortnite ein Bild rausdonnert. Ist vielleicht nichts Neues, aber es war kein normales Bild. Da war der Besucher da. Für die Leute, die Besucher nicht kennen, Besucher zeige ich euch mal jetzt. Das ist auf jeden Fall der Besucher. Und Leute, ich vermute mal, dass der Besucher vom Portal irgendwie hier hinkommt. Also ich vermute nur, ich denke nur, dass der einfach nur hier hinkommt und dann wieder irgend so einen Scheiß wieder macht. Weil es ist wieder ein bisschen unlogisch geworden. Und ja, ich verstehe das nicht, Leute. Auf jeden Fall, das zweite, was kommen wird, ist, es wird ja am Mittwoch, glaube ich, oder am Donnerstag ein Update kommen. So ein Halloween-Update. Ist jetzt nichts Besonderes. Aber Leute, wartet. Für die, die Rettet die Welt haben, ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Warum? Die bekommen dann diesen Skin. Ja, Leute, seht ihr das? Die bekommen genau diesen Skin. Also die beiden Skins. Das ist ja einmal so ein Zombie-Skin. So ein Standard-Skin. Nur ein Zombie. Sag ich mal. Und dann bekommt ihr dann auch noch der weibliche School Trooper. Das ist auch krass. Ich bin zwar nicht so ein Rettet die Welt Sufti. Also ich habe zwar nicht Rettet die Welt, keine Ahnung, was ich denn jetzt machen. Kann sein, dass wir Fähigkeiten haben. Gibt es überhaupt in Fortnite in Rettet die Welt, dass da Fähigkeiten gibt? Keine Ahnung. Schreibt es gerne unten in die Kommentare, wenn es solche Fähigkeiten gibt. Und Leute, der Zombie Skin, sage ich mal jetzt, der nennt sich Brainick Jonesy oder so, keine Ahnung, bin ich so ein Englisch Typ. Und dann ist auf jeden Fall das nächste Thema ist, wir könnten den Spray bekommen. Auf jeden Fall, Leute, es wird einen seltenen Spray wieder kommen und den zeige ich euch mal jetzt. Okay, Leute, ihr habt den gesehen, den Spray. Das ist halt so ein Lama, das halt vom, ja, wir sagen, das pupst halt Feuer raus, sag ich mal. Keine Ahnung, was er da macht. Ich verstehe es auch nicht. Auf jeden Fall wird das so ein seltener Spray wieder sein.
Und Leute, auf jeden Fall, wie ihr den Spray bekommt, ist eigentlich ganz simpel. Ihr müsst halt irgendwo in Paris halt da sein. Da wird dann so ein Event sein. Und da müsst ihr dann eigentlich nur spielen. Da wird so ein ganz, ganz großer Event sein. Und da müsst ihr dann eigentlich nur spielen. Und wenn ihr dann gespielt habt, bekommt ihr dann den Spray. Also Leute, die in der Nähe von Paris wohnen, und haben natürlich übertrieben viel Glück, weil die den Spray einfach direkt bekommen. Und ich denke mal, dass der Spray wieder ein bisschen kosten wird. Und Leute, wenn ihr da Interesse haben und wenn ihr in der Nähe von Paris wohnt, dann Leute, müsst ihr auf jeden Fall dahin gehen, weil dieser Spray wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel kosten. Ich vermute mal, dass es circa 100 Euro oder so. Ich bin zwar nicht so gut im Schätzen. Ansonsten, Leute, was mit dem Video? Vergiss nicht, beim Gewinnspiel mitzumachen. Ja, was heißt ein Gewinnspiel? Das ist halt so, ja, ein kleines Dank wieder zurück. Ich kann euch dann grüßen, ich erkläre es euch nochmal. Habe ich schon im Livestream euch auch erklärt. Auf jeden Fall, Leute, was ihr dafür tun müsst, ihr müsst einfach, also wenn ich das Video jetzt hochgeladen habe, darf das Video nicht über 5 Minuten sein. Da habe ich, dann mache ich da noch kein Thumbnail drauf, dann wisst ihr Bescheid, aha, okay. Es ist nicht über 5 Minuten alt und ihr könnt dann einfach einen Kommentar schreiben, zum Beispiel erster, zweiter oder hallo. Und dann grüße ich euch im nächsten Video. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr denn noch ein paar Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Also natürlich, ich meine damit so über Fortnite oder so. Wenn ihr da ein paar Sachen nicht so versteht, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und was sagen wir mal natürlich jetzt? Ihr wisst es. Und tschüss.